Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zur nächsten Sternzeichenlegung und zwar für den Monat April 2024 und hier geht es jetzt um das Sternzeichen des Löwen. Wie gesagt, das können auch immer sich Menschen anschauen, die sagen, ich bin im Aszendent, im Mond oder Venuszeichen Löwe, weil viele sagen, der Aszendent trifft viel mehr auf mich zu, auch charakterlich, wie mein Sonnenzeichen. Aber das müsst ihr für euch entscheiden. Also wenn ihr manchmal wirklich total sagt, na das war überhaupt nichts für mich, dann ist es zu empfehlen, vielleicht zumindest sich den Aszendenten anzuschauen. Ja, allgemeine Legung, wie immer, das kennt ihr bei mir. Das heißt, die Antworten können auf euch zutreffen, müssen es sowieso nicht zwingend. Und mir bleibt jetzt nur noch der Hinweis, wie die Legung heute aussieht. Es wird etwas verkürzter sein, wie ihr es bei mir gewohnt seid. Einfach weil, wie ihr hört, meine Stimme zurzeit sehr belastet ist und ich einfach so ein bisschen mehr zurücknehmen muss. Deshalb lege ich heute 4 Überschriftskarten für euch. Das heißt, es gibt für jeden von euch eine Überschrift aus dem Krafttier-Orakel-Deck. Dann gibt es eine Karte aus Merlins Orakel. Dann gibt es eine Karte aus dem Orakel der aufgestiegenen Meister. Und des Weiteren eine Karte aus dem Deck die Magie der Göttinnen. Das sind jeweils 4 Karten, die als Überschrift dienen. Des Weiteren werde ich 4 Karten aus dem wunderschönen Deck Psycho Votura ziehen. Sehr schöne, aussagekräftige Karten. Die könnt ihr erwerben über Winternet TV. Und als krönenden Abschluss gibt es dann noch 4 Karten aus dem Epic Light Lenormand Deck von Kathleen Bergmann. Und ganz zum krönenden Abschluss ziehe ich noch eine Karte aus dem Seelensterne Deck von Monas Seelensternen. Das ist so ein wenig gestützt auf Astrologie, aber ich habe festgestellt, dass gerade hier in diesen Monatslegungen, diese Aussagen der Karten wirklich sehr, sehr zutreffend sind. Und deshalb lasse ich die als letzte Karte für euch noch springen. Ja, und ansonsten bleibt mir jetzt beim Loslegen auch nur noch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ich habe mich riesig gefreut. Ich habe jetzt 1500 Abonnenten. Und für diese Art eurer Wertschätzung bin ich euch wirklich von Herzen dankbar. Das schmälert natürlich nicht mein Dankeschön für jeden Daumen hoch oder für eure wirklich so liebenswerten Kommentare, die vermehrt, also mich wirklich sehr, sehr berühren. Und deshalb danke für jede Art eurer Wertschätzung. Und jetzt schauen wir, welches Krafttier begleitet die Löwegeborenen. Da haben wir den Frosch mit der Überschrift Heilung. Der Heiler in dir erwacht. Alte emotionale Verletzungen können jetzt heilen. Ja, vielleicht hat der eine oder andere bei den Löwen ja irgendeine Situation, an der er noch lange geknabbert hat, wo man sagt, meine Güte, ich möchte eigentlich vergessen, ich möchte es loslassen. Vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt da, wo man sagt, ich schließe die Sache ab. Und damit heilt mein innerer Schmerz. Damit kann ich jetzt sagen, es ist vorbei, es ist Ende. Egal um was es hier geht, es muss hier nicht um Partnerschaften gehen, um Liebesgeschichten. Es können gute Freundschaften sein, die vielleicht ein schmerzliches Ende genommen haben. Und wo man noch lange drüber nachgedacht hat, vielleicht auch immer noch versucht hat, wieder auf den anderen zuzugehen, wurde aber abgewiesen. Dann ist es jetzt Zeit zu heilen und das Ganze ad acta zu legen.
Merlins Orakel schickt die Karte Merlins Höhle. Einkehr, Rückzug, Neugeburt. Zieh dich von der äußeren Welt zurück. Lasse dich von Merlin an einen geschützten Ort von Mutter Natur begleiten, um zu regenerieren, aufzuladen und neu auszurichten oder um weitere Schnitte in deinem Leben zu initiieren. Ja, vielleicht hilft dir dabei bei dieser Heilung auch einfach so ein gewisser Rückzug. Ein gewisser Rückzug, manchmal ist es sinnvoll, man geht nur vielleicht ganz alleine mal durch ein Waldstück oder man setzt sich an einen See, schaut auf den See und ganz simpel, schaut aus dem Fenster. Schaut aus dem Fenster in die Wolken. Lasst einfach mal eure Gedanken kreisen, andererseits auch zur Ruhe kommen, um vielleicht wirklich jetzt zu dieser Erkenntnis zu gelangen und zu sagen, jetzt bin ich bereit, ich lasse los und werde somit auch heilen. Also wie gesagt, dieser Rückzug, der kann dich dabei wirklich unterstützen. Und das Orakel der aufgestiegenen Meister schickt uns, nee, das waren drei, ich möchte eine Karte bitte. Eine Karte, da ist sie. Schickt uns die wunderschöne Karte, nimm die Situation in die Hand mit Moses. Ja, genau das ist es. Nur du allein kannst dir helfen, wieder in diese Heilung zurückzufinden. Weil du allein bist derjenige, der loslassen muss. Und der in diesem Rückzug erkennen muss, es ist Zeit. Es ist Zeit, loszulassen und damit endlich zu heilen. Genau darauf weisen dich diese Karten hin. Und das Büchlein sagt, rede offen und ehrlich über deine Gefühle. Triff eine Entscheidung, statt passiv abzuwarten. Erlaube dir, das zu tun, was sich für dich richtig anfühlt. Warte nicht, unternimm jetzt etwas. Das ist genau der richtige Hinweis. Warte nicht mehr, es wird sich nicht mehr verändern. Du hast vielleicht mit deinen ganzen Versuchen, die Situation zu retten oder wieder in Gang zu bringen, hast du viel Zeit investiert und wurdest trotzdem immer wieder zurückgewiesen und enttäuscht. Spätestens jetzt solltest du erkennen, es hat keinen Sinn mehr. Ich nehme diese Situation jetzt in die Hand, ziehe mich vielleicht noch einmal ein wenig zurück, aber komme endlich in diese gewünschte Heilung. Und das ist es jetzt, was dein Weg begleiten sollte, auch in diesem Monat April. Wir schauen auf die letzte Karte, was hier die Magie der Göttinnen noch dazu sagt. Aber ich denke, hier sind die Aussagen sehr, sehr passend, sehr zutreffend und vor allen Dingen wirklich aufeinander abgestimmt. So, eine Karte hätte ich jetzt gerne. Nee, das sind drei, vier, fünf, will ich nicht. Eine einzige bitte. Da ist sie. Lady Portia, die Flamme. Eine wunderschöne Karte. Die Karten sind wirklich wunderschön. Aber man muss trotzdem mit dem Büchlein arbeiten, weil einem nur die Karte als solches nicht so viel sagt. Die Flamme ist für mich so ein Hinweis, du bist für etwas entflammt, du bereitest dich auf etwas vor. Und das kann in dem Fall die Heilung sein. Psychisches, mentales, emotionales und spirituelles Gleichgewicht zu erreichen, ist manchmal schwer in einer Welt voller Ungleichgewicht. Lass dich nicht beirren. Es ist okay, auch mal außer Balance zu sein. Wenn wir unseren Lebenszweck erfüllen, wird jedes Ungleichgewicht wieder ins Gleichgewicht zurückfinden. Und das ist genau passend.
dieses Ungleichgewicht, das kannst du jetzt wirklich ad acta legen. Du kannst dieses Ungleichgewicht in deinem Inneren endlich heilen und erkennen, du musst die Situation jetzt in die Hand nehmen. Genau darauf weisen dich diese vier Karten übereinstimmend hin. Denn du zergehst sonst weiter in deinem Kummer. Wenn du nicht bereit bist, jetzt wirklich dagegen anzukämpfen, zu sagen, es hat keinen Sinn mehr, ich nehme die Sache jetzt in die Hand, es bringt nichts mehr, ich lasse los, um mein Gleichgewicht und die Heilung zu finden. Und nur so, wenn du diesen Kummer jetzt loslässt, nur so wirst du aufsteigen. Aufsteigen und in positive Entwicklung gehen. Es wird sich für dich, für dein Leben weiter positiv entwickeln. Schau nach vorne. Schau nach vorne und vertrau darauf. Und sei voller Zuversicht, dass du auf dem richtigen Weg bist. Das zeichnet sich hier ganz gravierend ab. Du allein hast es in deinen Händen. Du allein entscheidest. Und dann sehen wir, dass man mitunter auch üble Nachrede einfach abhaken muss. Man muss einfach abhaken und sagen, es ist mir eigentlich egal, was hier hinter meinem Rücken alles gesprochen wurde. Vielleicht auch in dieser Situation, in der du der Heilung jetzt bedarfst. Vielleicht hat man dich da enttäuscht und hinter deinem Rücken gesprochen. Aber auf dich wartet Aufstieg. Auf dich warten positive Entwicklungen. Nur du musst es jetzt in die Hand nehmen. Und erkennen, dass hier wirklich Schwingungen von dir ausgehen, die dir eigentlich helfen. Die dir helfen, immun zu sein gegen üble Nachrede. Dass man einfach so, ja, wirklich sagen kann, das prallt an mir ab. Das prallt jetzt an mir ab. Ich habe einen neuen Weg vor Augen, den ich jetzt in Angriff nehme. Und eure ganze Quatscherei interessiert mich nicht mehr. Ich lasse den Kummer los und bereite mich auf positive Entwicklung und Aufstieg vor. Und das ist die Art meiner Heilung. Genau darum geht es hier. Genau das ist die Überschrift gewesen. Und jetzt schauen wir, was zeigen die Linnemore-Karten. Da haben wir zum einen den Park, die Öffentlichkeit. Wir haben das Schiff, das heißt deine Sehnsüchte. Hier setzt sich etwas in Gang. Du möchtest im Grunde genommen einfach ja, in Gang kommen, deiner Sehnsucht folgen. Und mitunter braucht man da vielleicht auch die Hilfe aus der Öffentlichkeit. Und die Öffentlichkeit beinhaltet nicht immer nur Ämter. Die Öffentlichkeit sind Freundestreffen, Bekannte, die man außerhalb seiner vier Wände trifft, wo man einfach sagt, ich gehe raus in die Öffentlichkeit und bin bereit, meine Sehnsüchte weiterzugeben, mich unterstützen zu lassen, vielleicht auch hier wirklich von Menschen, die um mich herum sind. Und die können im Grunde genommen von dir profitieren, denn diese Schwingungen, die von dir ausgehen, die helfen auch diesen Menschen, die dir zur Seite stehen. Wir haben hier noch den Schlüssel. Das heißt, es wird mit Sicherheit in eine neue Phase gehen. Hier öffnen sich für dich neue Türen. Wenn du alles in die Hand nimmst, wenn du in dein Gleichgewicht findest und diesen Kummer hinter dir lassen kannst, dich abschirmst gegen üble Nachrede und dich wirklich nur auf deinen Aufstieg und auf die positiven Entwicklungen
verlässt. Entscheide in allem, was jetzt auf dich zukommt, weise, um wirklich in positive Richtungen zu gehen und in positiven Richtungen auch den Aufstieg zu erkennen. Den Aufstieg, der dann gleichzeitig auch in Form der Heilung dir den Weg weist. Und das ist hier wirklich, es ist eine Legung, wo ich sagen muss, die wird bestimmt nicht auf alle Löwegeborenen zutreffen. Aber ich denke, der eine oder andere wird vielleicht doch erkennen, meine Güte, es gibt hier einfach Situationen, wo ich sagen muss, da muss was heilen, da muss ich etwas zum Abschluss bringen. Ich muss eine alte Verletzung, ja, damit muss ich lernen, umzugehen. Und das, was mich in dieser Beziehung und an diesen Gedanken noch schmerzt, einfach loslassen. Loslassen. Rückzug ist okay. Nachdenken. Aber nimm die Situation endlich in deine Hände und komm damit ins Gleichgewicht. Und jetzt schauen wir, welche Karte zeigt sich jetzt hier? Ja, das ist sehr interessant. Da zeigt sich das Ich. Und das ist eine Aussage, wo man sagen muss, das ist etwas, was dir zeigt, es geht um dich. Es geht einfach nur noch ganz knallhart um dich. Um dich ganz allein. Und das ist wirklich interessant zu erkennen, dass man sagt, meine Güte, was erwarte ich? Es ist das Ich, das hier bereit liegt, wo man sagen muss, alles entscheidet sich in deine Richtung. Und wir schauen hier aber trotzdem mal ins Büchlein. Denn diese Karte ist eigentlich eine sogenannte Sonderkarte. Das heißt, es weist dich darauf hin, es beschreibt deine eigene Persönlichkeit, deine Wirkung auf andere Menschen. Also das ist im Grunde genommen so, du allein, und das unterstreicht hier, wie gesagt, die ganze Legung, du allein hast es in der Hand zu heilen, neue Türen zu öffnen, mit Sicherheit weise Entscheidungen zu treffen. Vertrau darauf, wie du bei anderen Menschen ankommst. Es ist etwas, was die Menschen auch für sich mitnehmen können. Es ist nichts Negatives. Und löse dich gedanklich von üblen Nachreden. Lass dein Kummer zurück. Vertraue auf den Aufstieg und auf positive Entwicklung. Ihr lieben Löwegeborenen, ich wünsche euch einen fantastischen Monat. April 2024. Im nächsten Monat hoffe ich wieder etwas detaillierter, auch auf die verschiedenen Gebiete hin. Aber diesen Monat bitte ich um euer Verständnis. Ich muss ein wenig kürzer treten, stimmenmäßig. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.